Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir haben in der letzten Folge sogar die Lore genommen und sind hier in diesem Geheimgebiet gelandet. Verbeulte Lore und große Schutthaufen blockieren diesen Tunnel. Hier ist auf jeden Fall Durgans Zahnräder. Was gibt's hier noch? Die Truhe. I'm here. I'll see what's ahead. Der ich nicht traue. Okay, ich kann der Truhe trauen. Siegel des Schildes. Die Gravuren an der Seite dieser Steinscheibe zeigen ein Schild. Auf der Rückseite ragen zwei Vorsprünge aus der fachmännisch polierten Oberfläche. Gut. Das war's hier eigentlich schon. Eine weitere Minenlore sitzt an der Öffnung eines nach oben führenden Tunnels. Du weißt nicht, wohin er führt, nur dass er aus diesem Raum hinausführt. Einsteigen. Du steigst mit deinen Gefährten in die Lore. Du ziehst den Hebel und es ertönt das inzwischen schon vertraute Quietschen der rostigen Räder, als die Lore sich in Bewegung setzt. Nach einigen sanften Kurven und Biegungen gelangt die Lore in eine vertraute Höhle. Wenn ich wieder einsteige. Okay, ich komme nur noch hier raus. Okay. Das heißt, das andere hätte mich wahrscheinlich gegen eine Wand gefahren. Not a sound. Gut, wir können jetzt den Bereich hier noch erkunden. Und dann gibt es ja nur noch den Hauptbereich hier unten. Ich weiß nicht, nee, hier ist nichts. Und die Werkstatt ist immer noch zu. Und ja, für die Werkstatt brauchen wir einen Schlüssel. So einfach ist der nicht zu knacken. Hier sind Geister. Ghost, not Toast. Are we safe here? Sind wir hier sicher? Ruhe. Oh, neue Bittergeister. Who's tired? Just me? I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Okay, neue Herzadern und Sackgassen und oh, Verfassung plus 3. Gucken wir mal kurz. Meine Verfassung. Könnte ich steigern? Ihre Verfassung. Könnte ich ebenso steigern? Seine ist schon gesteigert. Seine ist auch nicht gesteigert. Seine ist gesteigert und seine ist auch gesteigert. Also ich könnte meine eigene steigern. Was trage ich denn für einen Gürtel? Macht plus 3. Sie trägt einen schwache Zauberbindung Niederstrecken. Okay, Kanna trägt gar keinen. Dann machen wir das erstmal so. We can hide here. Okay, da scheint es weiter They're zu going to gehen. come for us here and Also, was haben Sie gerade gesagt? Beeil dich, wir können uns hier verstecken. Sie werden uns hier finden und. Oh, hier geht's nicht weiter. Okay, dann ist es gut. Dann können wir hier die Seelenessenz lesen. Die Überreste dieses Zwergs liegen auf dem Boden mit Schmutz und Spinnweben bedeckt. In der Nähe hängt Essenz in der trockenen Luft wie Staub.
Nach der Essenz greifen. Es kostet dich ein wenig zusätzliche Mühe, aber du sammelst die schwimmende Essenz um dich herum ein. Du dringst dir die Essenz vor und findest dich plötzlich in den Erinnerungen der Seele wieder. Der Schock trifft dich fast mit physischer Kraft. Dein Herz pocht in deiner Brust. Andere Pagrunen eilen an dir vorbei, fliehend oder angreifend. Das ist schwer zu sagen. Du läufst durch einen dunklen Tunnel so schnell, wie dein überanstrengter Körper es doch erlaubt. Mit jedem Schritt schlägt dein Herz schneller, aber dir dröhnt bebendes Donnern. Jeder Schlag scheint in deiner keuchenden Brust wiederzuhallen. Du passierst die Wien und erreichst die Haupthalle. Sie ist voller rufender, schubsender, panischer Zwerge. Selbst wenn du die Tür am anderen Ende erreichen könntest, ohne vorher zertrampelt oder erschlagen werden, aus der fieberhaften Panik der Masse schließt du, dass die Tür bereits verriegelt ist. Im Tunnel hinter dir hallen Schreie wieder. Du hattest noch eine Scheibe für die Tür zur Esse unter euch, aber sie ist in der Werkstatt eingesperrt, auf der anderen Seite der Barrikade. Die Kampfgeräusche kommen näher, du eilst zu den Minen. Den immer stärker werdenden Druck in deiner Brust ignorierst du. Immer tiefer läufst du in die Minen hinein, du weißt nicht mehr, wo du bist. Die Tunnel scheinen sich um dich herum zu verengen. Du stolperst und fällst hin, du versuchst dich hochzuziehen, aber dein Arm ist taub vor Schmerz. Obwohl du angehalten hast, kannst du deinen Atem nicht beruhigen. Zum ersten Mal bemerkst du einen eingehenden Schmerz in deiner Brust. Dunkelheit breitet sich um dich herum aus. Du tauchst aus der Erinnerung auf, nach Atem ringend. Die Leiche durchsuchen. Ein Schlüssel glänzt im Dreck neben dem Oberschenkelknochen der Leiche. Als du ihn untersuchst, werden die Geister der Nähe unruhig. Sie knurren und zappeln herum. Okay. Also wenn ich den Schlüssel nehme, werden die wahrscheinlich angepisst. Den Schlüssel nehmen. Du schiebst die Knochen beiseite und greifst nach dem Schlüssel. Als du das tust, ertönen Schreie des Zorns und Entsetzen. Die Toten von Durgans Batterien lehnen sich dir von allen Seiten. Ihre unnatürlichen Zähne gefletscht. Okay. Perhaps rest is in order. I'll see what I can find. Das heißt, ich muss mich jetzt hier rauskämpfen aus diesem Abschnitt, weil alle Geister, die ich gesehen habe, sich verwandelt haben. Haltet sie auf. Oh, hier sind aber viele. Hier sind arg viele. Warum auch immer kann er auch Selbstverteidigung gestellt wurde. Batterien-Sirene. Okay, die sind neu. Your tail ends for Takoa! Nicht über die Barbarin einfrieren. So, okay. Absolutely. Wieder jede Menge Geistessenz. Oh, and if I find something good, you can have half. Ja, die Ablagerungen sind auch wieder mit Blut beschmiert. Eine Brechstange und ein bisschen anderes Zeug, okay. Hier waren, glaube ich, auch nochmal Geister. Und dann kommen wir wieder zum Werkstatt, also eben die Haupthalle zurück. Ruf die Essenwächter.
Okay, hier waren doch keine Gegner mehr. Also keine Geister mehr. Okay. Das hier ist unnett. Rest is in order. Wieder sehr viel. Also ja, hier kommen wir eh nur weiter, deswegen gehen wir jetzt zur Werkstatt zurück. I'll see what I can find. Machen Quick Save, bevor wir da reingehen. Eistrolle und Winterwölfe haben es hier reingeschafft. Nicht passiv, defensiv sollst du bitte sein. Ich hab dich falsch eingestellt. Der ist da ist ein bisschen nervig. Following your lead. So, der ist gleich nicht mehr verbündet. So. Die stehen, glaube ich, irgendwie alle noch mal wieder auf, habe ich das Gefühl. At once. Kann diese Musik mal aufhören? Die nervt mich langsam. Und das hier ist eine Steinscheibe. Diese dicke Scheibe aus dunklem Stein ist mit verschiedenen seltsamen Symbolen verziert. Von der Mitte zum äußeren Rand hier verläuft eine kleine Steinerhebung, die nach außen zeigt. Okay, netter Helm. Und ein Rastvorrat. Packen wir den mal weg. Was ist irgendwas hier? Diese Schriftrollen katalogisieren die Menge an Erz und Mineralien, die aus den Minen entnommen wurden. Eiskalte Zugluft pfeift durch die eingestürzte Mauer. Offenbar ist etwas von außen hindurchgebrochen. Diese Karte zeigt die Minen, verschiedene Tunnel und Engpässe sind mit feinen Kreuzen versehen. Es scheint sich um einen eilig ersonnenen Schlachtplan zu handeln. Gut, ich würde sagen, da wir hier Rastvorräte haben und ich eh schon eine ganze Weile erschöpft bin, rasten wir hier einmal. Geben allen Schadensreduktion. So. Wenn wir gerade die Rastvorräte hier mitnehmen. Oh, jetzt ist aber unsere
extra Rast weg. Schade. Oh, jetzt tut sich hier was. Hallo. Hallo. I'm here.